Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum mit dem Flosstar. Hallo. Ja, wir sind jetzt Level 9 und müssen noch ein Level haben, damit wir Jäger werden können. Geben wir hier mal die Quest ab. So. Und jetzt muss ich mal zu einem Händler gehen. Ich weiß nicht, wo der Händler ist. Ob es hier einen Händler hat, sonst müssen wir mal kurz in die nächste Stadt gehen. Da ist der Händler. Da haben wir nämlich das Account. Level 10, Dankeschön. Also, dann machen wir hier noch ein paar Quests. Wir nehmen noch eine an. Wir haben noch eine Maximum. Geben die ab. So, und da Kriege töten, so, ja. So, die Eskorte brauchen wir nicht. Die wäre dann für uns zum Helfen da, aber weil wir Reittier haben, die spawnen sie. So. Also. Haben wir hier noch irgendwas? Das sind ja eher schwächere. 12. Das ist 12 bis 18. Plus 10. Plus 13, also. Können wir weglegen. Den ja auch. Und meine Maus spinnt. So. Floster ist ein bisschen am Leveln. Er ist schon Level 17 bald. Und ja. Ich bin jetzt mit dem Livestream-Charakter auch Level 15 geworden. Und ja, wir leveln da ein bisschen, damit wir High-Level-Content zeigen können und so. Aber Floster macht dann bald mit dem Beschwörer, hilft er uns ein bisschen. Let's Play-Charakter. Ja. Muss man nicht einmal Momenting muss man. Das ist ein anderes Monument wahrscheinlich. So, das mal weg. Die Sachen brauche ich nicht. So. Wir müssen ja hier die Dinger töten. Die sind blau. Ist das noch nicht ein bisschen zu schwer? Also der Große könnte vielleicht uns ein bisschen Probleme bereiten. Aber dafür gibt es ja auch viel Erfahrung hier. So. Ist ganz anders als mit dem Baba. Ja, hau doch ab. Blöder Krackkrieger. Kleiderhose für Level 9. Das wäre etwas für uns. So. Komm. So. Drei von fünf, gut. Vier von fünf. Jetzt noch einen. Jetzt hier noch einen irgendwo. Da hinten. Und der andere ist irgendwo. Irgendwo. Da hinten ist er. So. Goblin-Bezwinger. Gut. Haben wir eine Auszeichnung, können wir kurz mal anschauen. 6%, 6 haben wir, okay. Gut. Okay, jetzt können wir angreifen.
Nein, nicht den Krieger. Weg. Greif ihn an. Du bist doch nah genug. So, schauen wir, dass wir den töten können. Der andere ist uns egal. Wir schaffen das, ja. Die machen relativ wenig Damage. So. Gut, dann haben wir die Quest auch. Jetzt haben wir noch einen Turm. Da müssen wir Käfer, ein riesiger Käfer. Großer, riesiger schwarzer Käfer. So. Dann machen wir das auch noch kurz. So, ich habe schon mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ich mit dem Jäger so machen werde. Da er sehr gut sich tarnen kann und auch ein bisschen in Ruhe gelassen wird, möchte ich gerne ein bisschen... Okay, es ist die Invasion, gell? Die kommen bald, um dich zu töten. Je näher du an der Mauer bist, desto höher ist die Chance, dass du in einer Invasion entdeckt wirst und getötet wirst. Herr Fluster. Es gibt so Level-Killer und die sind nicht gut. Die sind böse und da möchte ich mich einsetzen als Jäger. Weil andere Jäger töten andere Leveler und ich töte die Level-Killer mit dem Jäger. Das ist so meine Prüfung. Damit sich ja niemand mehr an unschuldige Leveler herantraut, bin ich zur Stelle und gehe in ein anderes Reich und greife sie dann an. Und wenn ich einen Ignis-Level-Killer sehe, dann sage ich ihm, er soll das nicht machen. So. Mann, was habe ich für eine Schulterpanzer bekommen? Ja, mächtig aus. Ein Breitschwert habe ich. Leider sind die für den Barbaren recht schwach, weil sie nur Einhand sind. Ich habe eine recht gute, ein recht gutes Schwert beim Baba. Dann muss ich jetzt eigentlich nicht Schwerter und so farmen. Kann ich die getrost verkaufen. So, wir müssen hier runter irgendwo. Da ist der Turm scheinbar. Ist das der richtige? Ja. Zu dem Turm muss ich. Also Ignis Great Wall wird angegriffen. Die große Mauer. Bald sind die Ignen nicht mehr die Losers, die immer angegriffen werden. Bald gibt es geschnetzelte Icken. Syrten. Da Syrten meistens Bogenschützen, also Schützen sind, oder Hexenmeister, ist es gut, dass wir einen Barbar haben, also ich einen Barbar habe. Und denen dann das Fürchten lerne. Oh. So, Quest annehmen. Bald haben wir das Level up. So, jetzt hier nach oben. Ah, nicht daneben durchglitschen. So. Und jetzt hier runter. Wieder nach unten. Blöder Turm. Gut.
Ja, jetzt kommt die Quest mit dem blöden Käfereier. So, 2 von 5. 3. So, jetzt ist die Invasion, ja. Jetzt kommen andere Leute, um dich zu töten. Ja, das sieht man nicht, wo er ist, aber... Oh. Okay, Südis hat das ganze Tor eingenommen. Versteck dich, Floster. Versteck dich. Es ist Invasion. Jetzt sind Süden im Reich drin. Kommt sicher wieder einer der Jäger und tötet Level. Hoffentlich mich nicht. So, wohin muss ich hier? Da oben. Okay. Gehen wir hier nach oben. Du willst sie doch nicht feeden, oder? Oh, der arme Floster. Er wird sterben. Oh. Ja, wieso sterben? Ja, die bringen dich um. Meinst du, die küssen dich? Klar. So, na, müssen wir die töten. Das letzte Mal hatte ich das fast nie gefunden hier. Ich hoffe, jetzt finde ich es. Ja, jetzt habe ich es zum zweiten. Jetzt habe ich es gleich im zweiten Mal gefunden. Okay, es kommt auch darauf an, wie einfach die sind oder ob die keine Herausforderung sind, aber trotzdem schon gut, dass wir es gleich gefunden haben. Nein, ich will nicht ausruhen. Ich will Panther nehmen. Panther, komm raus. Komm aus deinem Nest heraus. Ach komm schon. Ja, jetzt. So. Und dann wieder zum Turm. Und dann sind wir Level 10. Yes. Schäge die Jäger. Schäge die Bums. Da können wir ein Monster zähmen. Mal schauen, ob wir das dann direkt können. Ich denke schon. Aber wahrscheinlich erst ein Käfer oder eine Spinne oder so. Yay, Level up. So, noch Ranke mitnehmen. Und dann geht's wieder runter. In diesem öden Plateau. So, was berichten die von Ignis? Klatschen. Ach, roten haben wir nicht mehr. Oh. Scheiß Feiglinge. So, abgeben. Ja, jetzt sucht und man mal wilde Orca und man findet keine. Ja. Und sie ist schon abgefarmt, das.
Nee, ich finde die einfach nur nicht. So. Eigentlich will ich ja. Okay, dann müsste ich noch in die nächste Stadt gehen. Ich nehme das Bibliothek immer von hinten, also bin ich stark. So. Geht leichter. Und. Hier ist noch Kohle, oder? Ja, Eisnetz. Das ist wieder dieses eklige Geräusch. Gut, und hier rein tun. Abgeben. Hallo. Sudeli. Also. Hier noch die Quests beenden. Können wir nämlich dort gleich Quests annehmen. So. Sehr schön. Mit dem müssen wir auch noch reden. Ich lese jetzt diese Ding nicht vor, dass sie sowieso langweilig sind und nicht auf Deutsch. Also nicht auf richtig Deutsch. So. Und dem hier auch noch. Ich will im Let's Play dann auch die Reiskämpfe zeigen, aber dafür brauchen wir ein bisschen mehr Levels natürlich. Level 15. Gut. So. Ja, aber jetzt. Ich benutze jetzt das Reittier, das leichte Pferd. Und im nächsten Part oder im zweitnächsten Part werde ich dann ein eigenes Reittier natürlich kaufen. Weil dieses Pferd ist dann, wenn wir Jäger sind, weg und das andere ist in 6 Tagen weg. Deshalb schon gut. Oder 5 Tage so. 4 Tage und 12 Stunden, okay. Geht schneller als man denkt. So. Bei mir steht 5 Tage dran. Ja, weil ich es früher angenommen habe, die Quest. So, Delle. Jetzt zur großen Stadt. Altaruk. Ich hoffe gerade hier ist kein Jäger irgendwo in der Nähe. Gehe ich am besten hier oben durch. So. Ja, das sind richtige Nervbündel, diese Levelkiller. Sie möchten nur Reichspunkte haben, deshalb kennen sie die Schwachen, die Unschuldigen. Ah, oh, hier ist der Drache da oben. Okay, wir haben es geschafft. So, Dalle, Wächter. Gut. Und jetzt müssen wir zum Schützentrainer. Hier oben ist einer. Wer war das? Keybart. Wo ist er? Ich hau lieber ab. Nämlich da ist irgendwo ein Killer. Entsührt. Ich habe noch gar keinen Killer gesehen. Ja, ich habe hier mehrere tote Dorfbewohner. Sorry Leute, ich muss mich ein bisschen verstecken irgendwo. Ja, das ist kein gutes Versteck. Hier oben kann man nicht hoch. Ach Mist. Wieso sind die Leute so dumm und tun anderen Reichen alle killen? Sollte einfach keine Reichspunkte für Dingpunkte geben für Unterlevelige. Aber eben NGD macht nichts. Das ist das Blöde. Wir sollten denen das abkaufen und dann selber entwickeln. Alle zusammen, alle Spieler hier in Deutschland sollten ein bisschen spenden und dann
kaufen wir endgültig das Spiel ab. Okay, scheinbar ist sie jetzt weg. Hier ist der Schützentrainer. Okay. Da vorne wird wieder einer angegriffen. Genau, ich weiß, was ich mache. Wir riskieren es mal, schauen mal, wer das ist. Merken uns den Namen, aber zuerst muss ich hier irgendwo safen, da unten. Ich denke, es ist immer der gleiche, habe ich so das Gefühl. So ein blöder Jäger. So. Ja, ja. Ich habe zweimal geklickt, aber dafür will ich danach weg. So, schauen wir mal, welcher der Feigling ist. Wo ist der Feigling? Das ist ein Orange. Hm, wo ist er denn? Oder sind die verbuggt? Kann auch sein, dass die verbuggt sind und deshalb sterben. Hier ist gar niemand, die sterben trotzdem die ganze Zeit. Oder ist es einfach wegen der Invasion so, dass manche sterben? Das kann auch sein. Ja, okay, wenn hier niemand ist, muss man halt auch keine Angst haben. Na gut. So. Ich möchte gerne den Jägertrainer. Der ist, glaube ich, nicht hier. Der ist hier hinten in einem Haus. Der ist nämlich falsch eingezeichnet. Das ist der Rittertrainer. Den meine ich nicht. Das ist ein Einwohner. Ist der nicht hier drinnen? Das ist der Beschwörtrainer, okay. Der Bogenschützentrainer. Quests. Tarantel. Okay, nehmen wir mal an. Hier ist der Jägertrainer, aber der ist tot. Steh mal auf, ey. Bist ein fauler Sack. Also wirklich. Steh auf, dann kann ich auch mit dir reden. Wie lange sind die tot? Wie lange bleiben die tot? Wieso spawnen die nicht wieder? Nein. Gott, oh Gott. Wir sind ja alle am Boden. Ich hoffe, der ist gestorben. Okay, ich höre irgendwo jetzt jemand stöhnen. Abkämpfen höre ich niemand. Nun gut, das machen wir dann später. So, dann unterbreche ich kurz die Aufnahme, schau mal etwas kurz. Bis gleich. So. Jetzt hoffen wir, dass der am Leben ist, aber der ist tot hier noch. Wie lange brauchen die bis zum Spawn? Da kämpft gerade jemand. Nein, das ist einfach, weil die am Boden fallen. Oh, sind die verbuggt? Das ist denn blöd. Ja, dann machen wir mal etwas anderes. Was machen wir jetzt?
Wir nehmen hier mal die Items. Da beim Händler. So. Sorgo. Was? Was für ein Level bist du? 10 jetzt. Ich kann nicht Jäger werden, weil ich abholen, okay. Weil der Ding, der Jägertrainer ist tot und der wird nicht belebt. Der Jägertrainer ist tot. Ja, der hat einen Spieler von einem anderen Reich ihn getötet. Und der wird nicht wiederbelebt. Ja, leider. Okay, dann werde ich die nächste Aufnahme dann machen, wenn der Jägertrainer hier am Leben ist. Und beende jetzt die Aufnahme. Gleich werden wir wieder überrannt. Hast du gelesen? Ja, ja. 4 Minuten nochmals. Ah, und der gelbe Edelstein auf der Karte, der wird jetzt geklaut wahrscheinlich. Sollten ihn mal wegnehmen. Aber alle haben irgendwie Angst bei den Ingen. Sollen wir den kurz holen? Ja, genau du. Und Level 17. Weißt du was? Ich hol mir den jetzt. Okay, dann hol ihn. Hol ihn. Du hast ja keine Ding vom Tod. Was passiert, dann bekomme ich Geld oder wie? Nein, du musst ihn einfach retten. Du hilfst dem Reich natürlich und ja. Okay, dann bleib ich doch lieber hier. Sollen Leute machen, die Level 60 sind und dann so faul sind. Ich würde mit Level 60 würde ich alles machen, um das Reich zu helfen. Vielleicht kaufe ich mir ein Level 45 Schriftrolle, Level 60 kann ich noch nicht kaufen, weil. Also nicht einsetzen, weil ich noch keinen auf Level 60 habe. Dann, soll ich für eine Charakterklasse nehmen? Ein Paladin vielleicht, ja. Oder genau, ich nehme einen Beschwörer. Dann habe ich einen Beschwörer und du hast einen Beschwörer. Und dann können wir uns gegenseitig helfen. Aber ich hoffe, die sind nicht zu teuer. Schauen wir mal. Ja. Booster. Also von dem roten Ignis gibt es nur noch einen. Mal auf die Map. Naja, wir verlieren hier wieder. Aufwertung. Nein. Gibt's die nicht mehr? Ich dachte, es gibt. Umbenennung. 13.000 für eine Umbenennung, okay. Ah, Level 60 Scroll. Wo ist Level 45? Da. 35.000! Nein, das mache ich nicht. Da level ich lieber. Geht schnell, also geht nicht schneller, aber ist viel günstiger. Ist ja kostenlos. Also 35 Euro für Level 45, das kann der natürlich gerne mir in den Arsch schieben. Aber kaufen werde ich das nicht. Seine riesige Lagererweiterung wäre richtig gut. Das würde ich noch für 8 Euro kaufen. Für was braucht man Kräfteset? Ich weiß es nicht. Okay, dann schauen wir kurz auf der Minimap nochmals. 1 Minute, okay. Der Edelsteine wird schon geklaut. Der geht zum Sama vor, der muss nämlich hier runter. Und dann hier rein. Und die müssen dann, das Portal ist hier unten, in der Mitte. Müssen sie dann die Edelsteine ins Portal reinfügen. Aber die brauchen die 2 von Alcius auch noch. Also momentan leider keine Buffs für den Deserten. So. Also, dann beende ich den Part. Und ja, mach den nächsten Part direkt danach, wenn die wieder am Leben sind. Aber die werden wahrscheinlich nicht wiederbelebt. Die sterben einfach die ganze Zeit wieder. Okay, tschüss, Leute. Tschüss.